Tables Entertainment. Ganz viele andere Marken. Das, worum es eigentlich geht, Mount & Blade 2, Bannerlord. Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ihr seht es schon, Mount & Blade 2, Bannerlord. Es ist endlich soweit. Nach 8 langen Jahren beginnt nun eine neue Ära. Und ich werde auch nicht lange dran rumfackeln. Ich werde jetzt mit euch zusammen die Kampagne beginnen, einen Charakter erstellen. Und das Kampftutorial werde ich allerdings überspringen. Das habe ich mir jetzt schon reingezogen. Es gibt kein Achievement dafür. Schade eigentlich, aber gut, es ist noch ein Early Access. Die Entwickler haben gesagt, sie wollen den Early Access jetzt nur ungefähr ein Jahr laufen lassen. So Pi mal Daumen, ein halbes Jahr vielleicht noch plus minus. Ich bin sehr gespannt drauf. Es wird mehrere Staffeln geben. Angefangen heute mit der Staffel des Imperiums sozusagen, also mit der Kampagne des Imperiums. Ich habe dann als Imperialer habe ich einen 20%igen Geschwindigkeitsbonus beim Bauen von Sachen in der Stadt und beim Reparieren der Mauer und beim Belagerungsgeräte bauen. Und das finde ich doch schon sehr praktisch. Es gibt hier noch andere Völker natürlich, da werden wir auch immer und immer wieder mal reinschauen, auch an eine neue Staffel dann machen, jeweils. Es wird hier definitiv ein dauerhaftes Projekt bei mir, so wie es ausschaut. Ab und zu mal eine Pause müsst ihr mir auch mal gönnen dann. Die Vlandians, die sind eher so angehaucht im britischen Bereich, was man so sich unter König Löwenherz mal vorstellt, zur ungefähren Zeit der Kreuzfahrer. Diese Vlandianer haben die Möglichkeit, dass ihre Truppen im Schlachtfeld 20% schneller aufsteigen können. Die Sturgeians, das sind eher so Skandinavier, kann man sich vorstellen, die wiederum können sich im Schnee um 20% schneller bewegen. Dann haben wir noch die Aserei, die sind eher so arabisch-orientalisch angehaucht. Deren Karawanen kosten 30% weniger und deren Handelsgeschwindigkeit ist um 10% schneller. Das ist natürlich wichtig für diejenigen, die im Aserei-Reich schon eine Position beziehen, wo sie auch Handelskarawanen haben können. Die Kusaiten, die sind eher so mongolisch-asiatisch angehaucht. Die haben 10% extra Geschwindigkeit für Berittene auf der Kampagnenkarte. Diese extra Geschwindigkeit verstehe ich so, dass sie 10% schneller sind, als sämtliche andere Völker beritten sein können. Also in der Geschwindigkeit beritten sein können. So. Dann haben wir noch die Batanier, die ich auch sehr interessant finde. Das sind eher die keltischen Völker, kann man so sagen. Also britisch, französisch, Mitteldeutschland oder mitteleuropäische Kelten, kann man eher so sagen. Und die wiederum haben in der gesamten Fraktion 10% schnellere Fortbewegung im Wald. Ich verstehe es aber auch so, dass die das auch auf dem Schlachtfeld so haben, nicht nur auf der Kampagnenkarte. So war es mein Verständnis darüber. Es gibt natürlich hier noch eine schöne Beschreibung. Jeweils momentan ist das Spiel leider nur auf Englisch für mich verständlich. Es gibt dann noch Türkisch und ich glaube, eine asiatische Sprache. Ich glaube, Westchinesisch war das. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ist halt nicht mein Metier. Wir spielen es erstmal hier in Englisch, bis dann halt der Deutsch-Patch rauskommt. Und dann werden wir natürlich alles nochmal auf Deutsch machen. Aber wie gesagt, ich würde jetzt gerne einen Imperialen spielen. Hier horchen wir in seine Stimme rein. Ja. Na. Moment. Gefällt mir schon ganz gut. Jetzt können wir noch ein bisschen rumspielen, ja? Circle, facing outward. Jetzt schon deutlich tiefer die Stimme. Wir machen mal. Fall back. Klingt schon eher wie ein junger Spund. Wir lassen es mal im Mittel. Sagen wir hier ist noch die Körpergröße. Ja, okay, wir sind jetzt eher so in diesem römisch-byzantinischen Raum angesiedelt, aber nee, wir machen mittelgroßen fertig. Wir müssen jetzt hier keinen kleinen Napoleon-Komplex entstellen. Ich finde eigentlich die Gesichtsgestaltung, die ist eigentlich schon sehr angenehm. Ich werde jetzt nicht mich nachbauen, keine Sorge. Ich könnte es wahrscheinlich, ich werde es aber nicht machen. Die Augen, da möchte ich bloß noch andere Augenbrauen haben. Nee, nicht so eibisch hier. So, vielleicht. Ja, komm, so passt doch hier. Wir können auch die Nase ändern, theoretisch. Wir können auch die Kinnpartie ändern. Wir können die Haare ändern. Das ist das Einzige, was ich machen werde. Zack. Allerdings, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich wollte eher so einen olivfarbenen Hautton haben, dass wir mehr so in diesem oströmischen Reich uns bewegen. Dann könnten wir uns selber noch ein bisschen Tattoos verpassen oder hier eine schicke Narbe, weil wir mit der Hauskatze gespielt haben und die ein bisschen schlechte Laune hatte. Es ist leider nicht möglich, mehrere Sachen zu wählen. Gut, passiert. Ich kann jetzt hier sogar noch sagen, dass das Ding schwarz oder weiß sein soll. Nee, das wäre der Bus bei der Bemalung, ne? Genau. Oh, gibt es hier vielleicht eine Braveheart-Bemalung? Nee.
Schade eigentlich. Ich hoffe, die kommt noch. Vielleicht als Mod sogar. Denn dieses Spiel ist extremst, extremst modfreundlich. Es gibt jetzt schon im Launcher, wenn man das Spiel starten möchte, Mods, die man aktivieren und deaktivieren kann. Das finde ich jetzt schon sehr, 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 sehr toll. So, jetzt beginnt es erstmal damit, uns eine Geschichte zu schreiben, sozusagen. Du hast aber spitze Ohren, Papi. Du siehst ein bisschen außerirdisch aus. Aber egal. Ich würde sagen, unser Papi. Der war ein örtlicher Händler. Dadurch bekommen wir zwar 10 Skillpunkte generell schon mal, aber wir bekommen vor allem einen Fokus auf Handel und Charme. Charme haben wir hier unten, glaube ich, irgendwo. Wo ist es? Hier. Charme an sich bringt uns natürlich einen gewissen Vorteil, wenn wir mit jemandem verhandeln wollen, wenn wir irgendwo, ja, vielleicht einen Rabatt aushandeln wollen, wenn wir mehr Leute rekrutieren wollen, wenn wir jemanden davon überzeugen wollen, unserer Sache zu folgen. Ansonsten bekommen wir noch einen weiteren Attributspunkt, den wir noch frei verteilen können, so habe ich das verstanden, hier bei Soziales. So, wählen wir jetzt erstmal. Dann, wir sind schon ohne Haare auf die Welt gekommen, wir sind unser ganzes Leben ohne Haare rumgelaufen, dementsprechend sind wir hier als Kind auch ohne Haare unterwegs und müssen uns jetzt entscheiden, also was uns denn beigebracht wurde in der Grundschule sozusagen, beziehungsweise von unseren Eltern mitgeteilt wurde. Unser Vater ist ja Händler, von daher finde ich es wirklich naheliegend, dass er uns die grundlegende Mathematik beigebracht hat. Dadurch bekommen wir einen Fokuspunkt auf Engineering, also Bauen und Handel und haben nochmal zusätzlich einen Punkt in der Intelligenz zur Verfügung. Würde ich sagen, machen wir weiter. Als ganz, ganz junger Erwachsener ist jetzt natürlich noch die Frage, was wurde dann so unsere Freizeitbeschäftigung. Was haben wir in unserer Freizeit gemacht? Mit wem haben wir zu tun gehabt? Was hat unseren Charakter geprägt? Und da gibt es einmal diese Option hier, dass wir mehr so auf, ja, mit Taktik zu tun haben, dass wir mit Schießkunst zu tun hatten, eben weil wir uns halt so ein bisschen um die Bewachung unserer Stadt gekümmert haben, beziehungsweise damit den Stadtwachen auch zu tun hatten teilweise. Oder was gab es noch so Schönes? Ach nee, Quatsch, das war ja schon das, was ich wählen wollte. Entschuldigung. Gut, das nehmen wir jetzt einfach mal. Dadurch bekommen wir halt dann dementsprechend für Armbrust einen Punkt, für Taktik einen Punkt und einen Attributspunkt bei Control. Control war hier drüben, sodass wir uns dann hier, glaube ich, auch nochmal einen verteilen können, wenn wir das wollen. Gib jetzt mal den hier. Hier sind wir jetzt schon wirklich so mitten in der Pubertät, eigentlich schon kurz vorm jungen Erwachsensein. Da ist jetzt dann die Frage, was haben wir dann als erste Ausbildung bekommen, beziehungsweise was war unsere erste Orientierung, was den Kampf angeht? Denn es ist eine harte Welt, es gibt immer Krieg. Und ich finde, vor allem als Imperialer sollte es doch wichtig sein, dass ein jeder junger Spund lernt, in der Schlachtreihe zu dienen. Deswegen haben wir zusammen mit der Infanterie gedient. Das wiederum gibt uns einen Punkt auf Speerwaffen und einen Punkt auf Einhänder und nochmal einen Attributspunkt hier oben bei Vigor, wo Einhand, Zweihand und Polearm, also Speerwaffen, zur Verfügung steht. Es gäbe noch die Variante, die ich auch nicht unbedingt unpraktisch finden würde, dass wir noch weiter Crossbow und Engineering und nochmal Intelligenz gehen, aber da haben wir schon 2 Punkte, von daher, es wird auch Zeit, dass wir für den Nahkampf ein bisschen was lernen, denn andere Sachen wurden uns ja schon beigebracht. Unser Hottehü da hinten im Hintergrund hat uns all die Jahre begleitet, kommt schon langsam in die Jahre. Wir kommen langsam in das Erwachsenenalter, langsam aber sicher. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist eigentlich unser Wunsch? Nee, Moment, was ist es das jetzt? Bin ich jetzt an der richtigen Stelle? Moment. Ja, doch. Was ist unsere größte Errungenschaft so rum, was wir erlebt haben in unserer Jugend? Haben wir eine Belagerung überlebt? Haben wir eine Karawane begleitet? Haben wir Geld in einem Shop gemacht? Oder haben wir einen Feind erledigt? Dieser Feind, den wir erledigt haben, der hat dafür gesorgt, dass wir +1 in Einhandwaffe bekommen haben und in Zweihandwaffe. Dann nochmal einen weiteren Attributspunkt in Vigor bekommen. Außerdem Valor, ich vermute mal, Valor wird Ehre sein, dass wir halt einen ehrenhaften Kampf bestritten haben. Und natürlich hieß es, ein junger Spund hat einen Feind besiegt, einen Feind des Imperiums besiegt. Den kennen wir jetzt alle in unserer näheren Umgebung. Habt ihr gehört, dieser Robin da aus dem Dorf XY hat einen Feind besiegt. Deswegen ist das hier Bekanntheit. Weiter geht's. Dann ist jetzt die Frage mit unserem Bruder, soweit ich das verstanden habe aus dem Tutorial. Moment, jetzt muss ich noch mal gucken. Was haben wir mit dem gemacht, als wir schon erwachsen waren? Wir haben schon eine gewisse Vorgeschichte hinter uns.
Und wir haben entweder Banditen gejagt oder wir haben uns in der Schießkunst geübt oder am Reiten geübt oder, wenn ich das richtig verstanden habe, wir sind selber Banditen oder wir haben Reisenden geholfen, auszubrechen. Ich würde sagen, eins von den beiden macht doch eher Sinn, dass wir Banditen gejagt haben, was uns nochmal Einhandwaffe gibt und Athletik. Athletik ist natürlich wichtig, dass wir schneller laufen können. Und guck mal hier, das macht schon einen ordentlichen Einfluss hier. Und wir kriegen nochmal zusätzlich hier einen Attributspunkt. Ach nee, Quatsch. Dieser Attributspunkt, der bedeutet nämlich, glaube ich, immer, dass er uns die nächste Stufe freischaltet. So ist es, glaube ich, gewesen. Das hatte ich aus einem Gamescom-Beitrag mal gesehen. Gut, zurück zum Rollenspiel. Oder halt Arrows. Da haben wir noch gar nicht so wirklich was bei Pfeil und Bogen. Eher bei Armbrust. Und Armbrust finde ich jetzt nicht so praktisch. Also, mein persönlicher Geschmack erstmal, vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal. Mal gucken. Nö, komm, wir machen hier. Wir haben Banditen gejagt. Jetzt geht es natürlich darum, wir brauchen einen Namen. Natürlich sind wir Robinius. Ach, mit Leerzeichen geht ja leider nicht. Man kann sich bloß einen einsilbigen Namen geben oder einsilbigen, einen. In einem Stück hier. Robinius. Hier sehen wir nochmal sämtliche Einflussmaßnahmen hier in unserer Geschichte, die wir im Laufe unseres bisher kurzen Lebens schon bekommen haben. Jetzt geht's weiter. Hier ist eher so der Schwierigkeitsgrad, kann man sagen. Wenn ich jetzt hier auf Maximum gehe, dann ist das das Realistische, also das, was ich eigentlich als normal betrachtet hätte. Deswegen wähle ich jetzt einfach mal den Mittelweg, damit wir es nicht zu einfach haben und nicht zu schwer haben. Denn wir wollen natürlich auch zusehen, dass wir auch weiterkommen hier in diesem Spiel. Wir wollen natürlich gucken, was ist alles möglich in dieser ersten Staffel. Tod auswählen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir auf dem Schlachtfeld sterben, so habe ich das verstanden, dann endet sogar die Kampagne für uns. Und das ist natürlich ganz doof. Das wollen wir jetzt erstmal nicht. Das wäre was für einen Livestream vielleicht später mal. Mal gucken. Okay. Dann haben wir hier noch eine automatische Vergabe von Boni sozusagen, von Bevorzugungen für die Clans. Würde ich jetzt erstmal deaktiviert lassen, denn ich habe herausgefunden in den aktuellen News zum Early Access, dass das noch nicht zu 100% funktioniert mit dem Clan-System. Von daher, bevor ich da jetzt unten Folgebug verursache, sage ich mal Start Game. Dann geht's endlich los. Damit landen wir dann gleich im Kampftutorial. Hier ist unser Bruder Nathanos, der möchte uns jetzt beibringen, wie wir denn kämpfen. Das habe ich schon gelernt. Ich würde sagen, wie sollen wir uns auf den Kampf vorbereiten? Hier, skip. Skip. So, es ist noch komplett im Englisch, wie gesagt. Ich versuche mein Bestes. Ich kann aber nichts versprechen. Ich habe jetzt eigentlich schon, wie gesagt, schon mal ein bisschen Test gespielt und habe da festgestellt, dass mein Englisch not so gut ist. So, wir sind hier im Trainingsfeld gestartet. Wir haben jetzt die Aufgabe, nach Tevea zu gehen. Das werden wir gleich mal machen. Und ich muss ihn erst noch auswählen. Achso, nee, hier lief. Ja, Entschuldigung. Ich muss das hier verlassen. Ich kann jetzt schon meinen Familiennamen? Habe ich jetzt das Tutorial verlassen? Ach je. Na gut, dann ist es so. Dann lehne ich jetzt hier an den Nachnamen meines Lieblingscharakters aus einer meiner Lieblingsbuchreihen an. Tatsache. Na gut, dann habe ich jetzt versehentlich das Tutorial übersprungen. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Wir wählen etwas, was mehr in das Römische reingeht, was ich haben wollte. Wir machen auch einen großen imperialen Adler dazu. Dann passt das schon. Jetzt haben wir einen Vornamen, einen Nachnamen. Dann zeige ich euch das so. Das Tutorial so an sich, kann ich euch sagen, beinhaltet eine kleine Geschichte, dass ich mit meinem Bruder, der jetzt auf einmal verschwunden ist, zusammen zwei Kinder suche, die entführt wurden von einem Banditen namens Radagos, der wiederum hier oben sein Versteck hat. Man läuft erst hier nach Tevea, rekrutiert dort Männer, spricht mit dem Oberhaupt, dass er uns hilft, kauft Nahrung ein, geht dann da hoch, greift das Ding an, befragt diesen Typen, wo er die Kinder versteckt hat. Man kann sogar unterschiedliche Antworten und Fragen verursachen. Ja, und dann ist auf einmal unser Bruder weg, die Männer, die wir rekrutiert haben, weg und dann stehen wir alleine im Wald und haben keinen Schutz. Das ist eigentlich das Tutorial. Deswegen machen wir jetzt einfach mal da weiter, beziehungsweise fangen wir jetzt erstmal da an, wo wir dann generell überhaupt anfangen müssen. Indem wir jetzt uns erstmal Freunde machen hier im Dorf. Da haben wir Morinon, da haben wir Oros und da haben wir Themestios. Darf
ich schon bei euch rekrutieren? Ach, das ist natürlich wunderbar. Dann gebt mir doch gleich mal einige Männer hier. Kostet uns jetzt 120, damit haben wir schon mal einen kleinen Schutztrupp. Dann sage ich, passt so. Dann sage ich aber noch, dass wir natürlich noch ein bisschen was zu essen brauchen. Wir haben jetzt hier durch die Männer, die mit uns kommen, da steht's 140 Belastung bekommen. Wir alleine tragen nur 10 Last mit uns, obwohl wir ein Pferd haben. Und die Truppen an sich bringen uns nochmal 140 Lastkraft. Das heißt, wenn wir irgendwann nicht mehr genug tragen können, brauchen wir mehr Männer, die können dann wieder mehr tragen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Getreide hier. Machen wir mal 5. Ein bisschen Butter vielleicht. Hebt das die Moral? Steht das hier vielleicht irgendwo? Leider nicht. Können aber mal hier unten gucken. Hier gibt es einen Moralindikator. Basis 50. Oh, Moment, ich habe eine Sache vergessen. Optionen. Audio. Das habe ich total vergessen. Entschuldigung, beim Hauptmenü ist die Musik immer extremst laut. Und ihr hört schon, für die alten Warband-Fans, das ist die alte kairadische Melodie. Die kennt eigentlich ein jeder, sie ist nur neu vertont worden. So, trotzdem, ich wollte eigentlich jetzt hier Getreide kaufen. Jetzt wollte ich mal hier gucken, um euch das auch mal ein bisschen zu zeigen. Partymoral, also sprich von unserer Truppe, die wir hier gerade mit uns führen. Basismoral ist bei 50 plus 1 durch unsere Persönlichkeit, wahrscheinlich durch den Charmepunkt, den wir bekommen haben. Und minus 2 wegen Essen. Wenn ich jetzt noch Butter dazu nehme, wird das ja schon sofort angezeigt. Minus 1 wegen Essen, denn natürlich, die wollen ein bisschen Abwechslung haben. Machen wir hier mal, nein, nicht ganz so viel, machen wir mal 3. So, dann wir nehmen noch 3 Käse dazu. Obwohl, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel tragen, fällt mir gerade ein. Moment, mit 2 jeweils, weil wir wollen ja noch ein bisschen Ausrüstung mit uns führen, ne? Ich glaube, von der Wolle sind sie nicht so begeistert, die schmeckt nicht so toll. Schafe, müsste man erstmal braten oder mit sich führen, ne? Ich glaube, die machen auf der Kampagnenkarte auch sehr, sehr langsam. So, damit bezahlen wir erstmal 158. Ist jetzt nicht verkehrt. Ich verlasse jetzt aber nochmal, oder? Kann ich das hier machen? Ah, hier. Hier können wir erstmal skillen. So. Das sind schon die einzelnen Punkte, die wir hier schon erreicht haben, wenn ich das richtig verstehe. Ne, das sind die, die uns zur Verfügung stehen. Das sind die, die wir haben, oder? Jetzt hier auf Plus drücke, Focus Point. Dann springt der hier weiter. Wenn ich jetzt hier was einzeln anklicke, dann nicht. Okay. Den Punkt, den ich jetzt vergeben habe, haben wir die Möglichkeit, minus 25% Schaden am Schild verursacht zu bekommen. Und hier, bei dieser Hatchet, plus 10% Schaden, wenn wir eine Einhand-Axt ausgerüstet haben. Na gut, das bringt uns jetzt nicht so viel. Okay, ich glaube, damit werde ich mich mal offscreen dann genauer beschäftigen. Haben wir jetzt eigentlich die Möglichkeit, hier überall nochmal nachzuskillen? Nee, haben wir nicht. Schade eigentlich. Denn vor allem hier hätte ich gerne nochmal nachgeskillt. Dazu brauchen wir aber erstmal hier Attributspunkte. Das stehe ich jetzt richtig, oder? Das hier sind die Focus Points. Okay. Fokus geht hoch. Ein Attributspunkt. Das ist mir noch nicht ganz so schlüssig. Aber gut, wir sind Einhandkämpfer. Bogen würde ich gerne noch nehmen. Reiten muss jetzt nicht unbedingt sein. Wird aber irgendwann nötig sein. Das Craften von Gegenständen funktioniert im Moment noch nicht. Das haben sie angekündigt. Das ist leider noch nicht implementiert. Aber gut, ich denke, wir schaffen das trotzdem irgendwie. Gut, das haben wir erledigt. Das haben wir hier noch eine Quest. Wir müssen unseren Clan neu aufbauen. Wir brauchen 2000 Dinari dafür. Und wir brauchen 20 Männer. Okay. Was haben wir hier noch? Ach, das ist jetzt die Folgemission, die man hat nach dem Tutorial. Wir müssen nämlich nach weiteren Spuren suchen für die Kinder, die verschwunden sind. In Nazareth's Folly. Und dazu müssen wir aber mit Adligen sprechen, mit 10 verschiedenen. Beziehungsweise unseren Einfluss steigern, unseren Familieneinfluss steigern, damit wir überhaupt in solche Missionen, Informationen rankommen. Okay. Gut zu wissen. Jetzt würde ich doch aber gerne mal wissen. Jetzt gehen wir natürlich mal rein in die Stadt, in das Dorf, damit ihr das auch mal seht. Ihr guckt euch das an. Es ist so flüssig. Es ist so schön auch. Also da muss ich wirklich sagen, da muss ich wirklich sagen, wenn es so bugfrei ist, so ruckelfrei ist, dann haben sich auch die 8 Jahre Wartezeit wirklich gelohnt. Es ist so, wie man es von Tableworlds kennt. Flüssiges Spiel, kein Ruckeln. Auslastung ist human bei einem
normal starken PC, den ich hier habe. Ist doch wunderbar. Und wir hier drüber? Ja. Jawohl! Ein Meistersprung! Herrlich. Na gut, das Pferd ist mir persönlich noch ein bisschen zu langsam und ein bisschen wenig wendig. Aber da können wir uns ja später bestimmt ein neues kaufen. So. Würde ich doch gerne mal links alt gedrückt halten. Hier haben wir Morinon, da hinten ist Oros und da ist Tamestios. Ich würde sagen, wir sprechen mal mit jedem von denen, um uns ein bisschen Freunde zu machen. So, F für sprechen. Sorry, sollte ich dich kennen? Ich bin Rubinius, wer bist du? Ich bin Morinon. Mir gehört das Land hier. Also hier ringsherum. Und viele Leute sprechen mit mir. Oder ich spreche für viele Leute, so rum, Entschuldigung. Ich habe mal eine kurze Frage. Was ist es? Ach, nichts, doch nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Hab gehofft, er hat eine Mission für mich. Ich glaube, jemand, der eine Mission für mich hat, der wird da mit einem Ausrufezeichen markiert, oder? Na, Kleiner, hast du auch keine Haare? Bist du mit mir verwandt? So, hast du vielleicht eine Mission? Ich bin Robinius. Dürfte ich vielleicht nach deinem Namen fragen? Ich bin Oros und schmiede ja auch das Land und ich spreche für viele Leute hier. Hast du eine Mission? Nein, hast du nicht. Na gut. Vielleicht kommt das auch erst noch, wenn wir halt diese Tutorial-Mission weiterverfolgt haben. Beziehungsweise eigentlich doch nicht. Das ist keine Tutorial-Mission mehr, fällt mir gerade ein. Das muss ich erstmal korrigieren, mich selbst korrigieren. Das ist so eine Story-Mission, die kann man verfolgen. Muss man aber nicht. Ich würde sagen, wir machen so eine gesunde Mischung. Wir machen teilweise unsere eigene Geschichte und verfolgen aber auch diese Geschichte. Ja, Anwendung wieder das hier. Der hat was anderes zu sagen. Ich bin Tamestios. Ich lebe mein ganzes Leben schon hier, arbeite auf dem Land. Viele Menschen in Tivea, die einfachen Farmer und Handwerker, mögen mich. Sie mögen es auch, mit mir zu sprechen. Hast du eine Mission für mich? Nee. Na gut, dann gehen wir raus. Tab gedrückt halten. Kommen wir hier wieder auf die Karte zurück. Und es läuft wunderbar schön schnell hier auch, muss ich ja mal sagen. Dann würde ich doch mal sagen, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Wagen wir uns doch mal in den ersten Kampf. 7 gegen 7, faires Verhältnis. Ich habe schon probiert, Steuerung und Leertaste war früher eigentlich immer das schnelle Reisen, sodass die Bewegung auf der Karte ganz schnell geht. Das ist hier aber momentan deaktiviert. Oh, kleines bisschen vorsichtig hier. Wir müssen es ja nicht gleich riskieren, dass wir eine Übermacht gegen uns haben. Ergib dich oder stirb, Brigant! Das hat er jetzt nicht so toll gefunden. Ihr habt die Mimik gesehen, oder? Die ist hier tatsächlich absichtlich so. Je nachdem, was man den Leuten sagt, reagiert dann auch das Gesicht. Auch ein Grund dafür, dass die Entwicklung sehr lange gedauert hat. So, die greifen wir an. Jungs, kommt erstmal da hin. Forward! Wir sind der Einzige, der zu Pferd ist hier, okay. Wir haben leider nur ein Speer und ein Schwert. Wir müssen uns erstmal ein bisschen Geld verdienen. Mal von Ort zu Ort reisen, bessere Ausrüstung holen. So, da kommen sie. Greift sie an! Ich nehme ihre Flanke! Mit meinem wirklich nicht so schnellen Pferd. Stirb! Was? Sag mal, der hätte sowas von tot sein müssen! Oh, daneben! Herrlich! Stirb! Und stirb! Ich krieg das noch hin! Männer? Hilfe! Männer! Hilfe! Oh, helft ihr mir nicht! Stirb! Und stirb du auch! Und mein armes Pferd! Ah! Jetzt haben sie mich erwischt! Jetzt haben sie einen Autocharge! Herrlich! Erster Kampf und gleich gestorben! Oh wei, oh wei, oh wei! Jetzt wäre die Kampagne schon vorbei, wenn ich den Tod nicht ausgewählt hätte. Nicht deaktiviert hätte, so rum. Huch! Ich weiß nicht, wie es geht, dass ich in einem meiner Männer switchen kann, wenn ich bewusstlos bin. Ich hab's noch nicht rausgefunden. Vielleicht finde ich das irgendwo in den Steuerungen. So, jetzt haben wir hier aber erstmal ein bisschen was gefunden. Oh, Bier! Männer, es gibt Suff! Erfreut euch dessen! Jetzt haben wir hier schon mal ein Pilgrimshut, also eher so eine Art Kopftuch.
Wir haben noch gar keinen Helm, von daher nehme ich den mal rein, damit wir generell einen Kopfschutz haben. Und jetzt können wir hier mal einen Vergleich machen. Highland Rapid Headcloth hat, wir sehen es da an grün bei Head Armor, einen Punkt mehr als das, was wir vorher hatten. Deswegen nehme ich doch jetzt das. So, und damit können wir, das ist jetzt automatisch hier gelandet. Das hier können wir dann jetzt auch hier mit reinwerfen. Dann haben wir hier ein Torso-Schutz, der aber schlechter ist als unserer. Erst war leichter, das steht auch da, klar. War deutlich schlechter. Den hauen wir einfach so ins Inventar. Hier ist dasselbe Prinzip. Hier wäre Beinschutz besser, aber der Rest deutlich schlechter. Also, alle beide ins Inventar können wir verkaufen. Steht sogar der Gesamtschutzwert bei Head Armor, Body Armor, Arm Armor und Leg Armor. Okay. Verzeiht mir jetzt auch ein bisschen mein Denglisch, dass ich hier teils Englisch und teils Deutsch rede, aber komplett alles zu übersetzen ist da manchmal doch ein bisschen sehr anstrengend. So, einen Mann haben wir verloren. Ist der jetzt auch wirklich Fujikato oder ist er nur verwundet? Wir gucken mal rein. Oh, hier könnte jemand aufsteigen. Speerkämpfer oder Bogenschütze? Da wir uns anfangs erstmal um Looter kümmern, denke ich mal, sind Bogenschützen nicht verkehrt, ne? Zack, hat uns 15 Gold gekostet, den abzugehen. Und jetzt haben wir hier den ersten imperialen Bogenschützen. Ja, doch, der hat schon ein bisschen was byzantinisch-keltisches an sich. So eine kleine, gesunde Mischung. War damals auch durchaus geläufig, Kelten mit zu rekrutieren, wenn sie denn in der Grenzennähe friedlich gelebt haben mit uns. Hier steht, dass er uns 2 Lohn kostet und Level 11 ist. Der hier ist Level 6, kostet uns einen Lohn. Wir kosten tatsächlich. Nee, wir sind Level 1. Ich wollte schon sagen, wir kosten Lohn. Das wäre mir jetzt neu. Okay, das haben wir erledigt. Könnten wir theoretisch die hier nochmal jagen? Oder aber. Gucken wir uns mal. Boah, alter Schwede, sieht das cool aus. Hammer. Würde sagen, wir gehen mal nach Lykaon. Wenn wir denn heile durchkommen. Vielleicht noch einen Abstecher hier machen nach Sagora. Noch ein paar Rekruten holen. Komm, probieren wir es mal. Wir müssen aber hier ein bisschen aufpassen. Wo sehe ich jetzt eigentlich die Reisegeschwindigkeit? 3,4 ist bei denen. Wir sind bei 4,3. Okay, wir wären also in dem Fall schon mal sicher. Oh. Gucken doch mal, ob wir hier noch ein bisschen was. Nee, halt, bevor wir rekrutieren. Wir verkaufen erstmal den Plunder hier. Brachte das Bier jetzt so einen extra Moralschub? Das sieht so aus. Ich würde sagen, wir lassen den Männern mal das Bier. Hier steht noch die Menge. Nee, das ist der Wert. Wo steht denn? Das ist jetzt für mich ein bisschen ungewohnt. Früher war das eigentlich so, dass man immer sieht, es hat 10 Einheiten Bier und die werden nach und nach verbraucht. Ist jetzt aber nicht mehr so. Hier verkaufen, 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 verkaufen. Da kommen wir schon mal immerhin 27. So, gucken wir nochmal nach Rekruten. Moin, 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 moin. Sehr schön. Ihr habt keine Mission, ne? Sprechen wir mal mit dem. Das ist nämlich jetzt das Schnellauswahlmenü. Das gab es früher nicht. War manchmal ein bisschen sehr umständlich, dann erstmal die Leute zu finden, die man gesucht hat. So. So, und was für mich? Nö. Nee. Gut. Da muss ich jetzt wieder gehen. Gucken wir uns die Ortschaft natürlich auch noch an, denn selbst die Dörfer sind unterschiedlich. Nicht nur jede einzelne Stadt, jede einzelne Burg, wenn auch noch nicht alle Burgen im Moment, sondern auch die Dörfer. Und guck mal hier, hier sehen wir sogar richtig den Ackerbau, wie der hier anders betrieben wird und alles. Ah, oh, ist das schön. Ist die putzig? Entschuldigung. Schaut mal, hier wird Wein angebaut. Das heißt doch eigentlich, dass man hier regelmäßig Wein herbekommen könnte, ne? Oder nicht? Wir verlassen mal die Gegend. So, auf der Karte selbst sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass hier speziell Wein angebaut wird. Okay, vielleicht kommt das aber noch. Vielleicht ist das nur schon vorimplementiert in der Optik. Und das war's. Gut, wir haben jetzt 10 Mann. Da fühle ich mich schon mal ein bisschen sicherer. Gehen wir jetzt mal rüber in die erste größere Stadt. Ja, während wir jetzt unterwegs sind, heilen wir nach und nach. Hier unten steht unsere eigene Lebensenergie. Es ist dunkel. Natürlich auch gefährlich, im Dunkeln zu reisen. Wir hätten eigentlich auch mal eine Nacht irgendwo anders verbringen müssen. Und da läuft doch jemand, der tatsächlich zur Mission gehört. Wir müssten jetzt mit Rageas sprechen.
südliches Empire, um schon mal mit einem der Adligen von 10 zu sprechen, um diese Mission zu erfüllen, die wir da haben. Huch, da wurde aber wieder laut die Fanfare hier. Und da ist aber leider auch schon die halbe Stunde rum, ihr Lieben. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch einfach morgen wieder vorbei. Lasst gerne noch ein Abo da oder ein Like da oder kommentiert einfach. Ich schreibe auch gerne mit euch. Also dann bis morgen. Ciao.